Now, energy comes. The flow of energy. Here it is. Nameless, timeless, speed of light. Ja, wir sind hier in der Ausstellung Druidenfuß und Hexenkessel, die im Palmengarten noch bis zum 13. März läuft. Diese Ausstellung ist eine Art Zeitreise zu magischen Pflanzen in verschiedenen Gebieten Europas. Wir fangen an in der Antike, besuchen dort heilige Haine. Eine wichtige Orakelpflanze dort war beispielsweise der Lorbeer. Dann gehen wir weiter zu den Kelten und Germanen. Wichtige Zauberpflanzen dort waren die Eiche oder auch die Mistel. Dann gehen wir weiter in die Zeit der eigentlichen Hexenverfolgung, lernen verschiedene Nachtschattengewächse, aber auch einen Hexenwald mit Fahnen. Später gehen wir dann in die Romantik. In dieser Zeit nahmen Künstler Drogen zu sich, was auch eine Art zauberhafte Inspiration bedeutete. Und dann enden wir in der heutigen Zeit mit Glücksbringern, aktuellen Heilpflanzen, die auch alte magische Pflanzen waren, oder auch noch mit ein paar Drogen. Wir haben uns zu jeder Zeit einige markante Pflanzen herausgesucht, die auch schon im Titel der Ausstellung zu finden sind. Druidenfuß ist die Mistel und der Hexensessel ist der Fliegenpilz. Ja, also wir haben zu der Ausstellung auch ein umfangreiches Rahmenprogramm ausgearbeitet mit verschiedenen Führungen und Vorträgen. Und wir freuen uns heute ganz besonders, Frau Dr. Claudia Müller-Ebeling bei uns zu begrüßen. Sie hält uns einen Vortrag über die Kulturgeschichte, Bedeutung und wahrscheinlich auch Zaubermagie der Alraune. Energy comes. The flow of energy. Ja, also ich begrüße Sie ganz herzlich. Hier im Namen des Palmengartens und auch im Namen der Gesellschaft der Freunde des Palmengartens, dass Sie hier heute zu diesem bestimmt sehr interessanten Vortrag gekommen sind im Rahmen der Ausstellung Druidenfuß und Hexensessel. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass Frau Dr. Claudia Müller-Ebeling zu uns den Weg gefunden hat von Hamburg aus dem hohen Norden. Und sie ist ja Kunsthistorikerin und Ethnologin und ist halt viel schon zu verschiedenen Völkern gereist und kennt sich dort auch aus, welche Pflanzen verwendet werden, welche schamanische Bedeutung sie haben, welche Heilwirkung sie haben. Und ihr Wissen hat sie ja auch schon in sehr vielen Büchern zusammengestellt, zusammen auch mit ihrem Mann, dem Christian Reetsch. Sie kennen sicherlich einen Teil der Bücher, hier die Hexenmedizin, die ja auch, auch immer wieder zitiert worden ist von uns in der Druidenfuß-Ausstellung. Dann dieses Weihnachtspflanzenbuch oder hier ganz schwergewichtig das Lexikon der Liebesmittel. Und dann ist jetzt noch ein neues Buch erschienen, Zauberpflanze Alraune, also die absolute Spezialistin für diese Pflanze. Das Buch kann man hier auch erwerben. Ich habe vorhin noch mal im Internet geguckt, bei Amazon. Ich weiß nicht, was die immer für einen großen Vorrat haben. Da stand jeweils eben gerade drin, nur noch ein Buch auf Lager. Also das scheint ziemlich beliebt zu sein und sicherlich sich schon sehr gut zu verkaufen. Ja, und jetzt freue ich mich erstmal ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. Und ich bin einfach mal gespannt, was wir so alles über die Alraune hören. Ja, Dankeschön. Vielen Dank für Ihre freundliche Vorstellung und vielen Dank auch für die Einladung. Vielen Dank auch für Ihr zahlreiches Kommen. Heute ist ja ein schmuddeliger Tag. Eigentlich mag man sich da nicht so gerne wieder auf den Weg begeben, wenn man schon mal zu Hause ist. Ich hoffe, ich kann Ihnen ein paar interessante Dinge erzählen. Als Kunsthistorikerin werde ich Ihnen natürlich auch erzählen, woher unsere Bilder und unsere Vorstellungen kommen. Weil unsere Vorstellung ist sehr stark bildlich geprägt. Und die hat gerade in Bezug auf die Pflanzen, die in dieser Ausstellung auch zu sehen sind, eine ganz bestimmte Richtung eingenommen. Und diese Richtung dokumentiere ich so ein bisschen anhand einiger Bilder. Das ist also ein Dia-Vortrag, wenn Sie nicht so gut sehen können, da gibt es auch noch ein paar Sitze da hinten. Ich hoffe, Sie kleben nicht allzu eng hier an der Leinwand.
Also, zunächst mal, die Alraune heißt auch Mandragora. Das heißt, so übersetzt, diejenige, die ein menschengestaltiges Antlitz hat oder die einen Mann trägt. Das ist von Griechisch. Und die Wurzel der Araune steht bei dieser Pflanze besonders im Mittelpunkt, weil sie hat eine sehr stark ausgeprägte, sehr fleischliche, auch sehr, sehr lange Wurzel. Das merkt man, wenn man im Mittelmeerraum, wo sie vorkommt, sie kommt also nur in sehr heißen Gebieten vor. Hier bei uns findet man sie wirklich nicht, es sei denn, jemand hat sie angebaut und hochgepäppelt, aber so in der Wildnis findet man sie auf Zypern zum Beispiel, auf manchen griechischen Inseln, dann aber auch in Palästina, in diesem ganzen biblischen Gebiet, also da, wo es richtig ordentlich heiß und wüstenartig ist. Und da findet man sie gerne an Tempelanlagen oder an Steinschuttplätzen, weil sie mag gerne eine sehr magere, sandige, trockene, steinige Erde. Also mit dieser gut gesättigten Humuserde, die wir hier so in die Blumentöpfe reintun, kann die Pflanze wenig anfangen. Sie ist überhaupt sehr eigen. Sie hat so ihr ganz eigenes Wesen und sie tut nicht immer das, was man gerne selber möchte. Plötzlich taucht sie auf und dann taucht sie wieder ab. Und es ist sehr selten, dass man ihr überhaupt begegnet. Deswegen, weil es so selten ist, dass man ihr in unserem Kulturkreis überhaupt begegnet, hat man eigentlich über lange Jahrhunderte gedacht, das sei eine reine Fantasiepflanze, so ein Sagenwesen, so wie Moli oder andere sagenhaften Pflanzen, wie Soma zum Beispiel. Aber die Araune gibt es tatsächlich und Sie haben das Glück, hier ganz wahrhaftig eine zu sehen, dank des Palmgartens. Das ist nun ein jüngeres Exemplar, Sie kommen ja an den Topf, so lang kann die Wurzel nicht sein. Diese Pflanze hat, wenn Sie sie, ich gebe sie mal rum, dann können Sie vielleicht ganz bisschen an den Blättern riechen, bitte machen Sie die Pflanze nicht kaputt natürlich, aber Sie merken, die Blätter riechen ein bisschen nikotinartig. Und sie werden sehr gerne gemocht von allen möglichen Ungeziefer. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht im Fahrrad mit der Pflanze, bei mir auf dem Balkon habe ich auch mehrere. Und sämtliche Ungeziefer lieben diese Pflanze. Also immer muss man auf die Blattunterseite gucken, vor allen Dingen da, wo die neuen kleinen Blättchen rauskommen. Also da ist immer ziemlich lebendiges Leben. jetzt gucken wir uns einfach mal die Dias an. Daran werden wir das Einzelne besser sagen können. Das ist das, was Sie normalerweise von der Alraune sehen. Nämlich nichts. Wenn Sie in botanische Gärten gehen, ist da immer nur so ein Schild. Und dann gehen Sie mehrmals in den botanischen Garten und finden mehrmals nur ein Schild. Weil es gibt im Wesentlichen zwei verschiedene Arten. Die eine ist eine frühlingsblühende. Da haben Sie Glück im März, aber nur eine Woche, zwei Wochen lang. Die andere ist eine herbstblühende. Die kann Blätter tragen bis jetzt. Aber so die liebste Zeit so in dem Gebiet, wo sie wirklich vorkommt, ist Mai. Und da muss man aber wirklich auch genau in dieser Zeit dann vor Ort sein, weil sie bildet eben diesen Blütenkranz aus dieser Mitte. Die Blätter können sehr, sehr gewaltig werden. Also sie erinnern dann an Mangold, auch in der Farbe und auch in der Struktur des Blattes, obwohl Mangold ist glatter, die Alraune hat so ein bisschen pelzigere Blätter. Und diese Blätter kommen also relativ ruckzuck aus dem Boden, so aus einer Stelle und entwickeln dann einen sehr schönen Blattkranz. Und dann kommen auch kleine Blüten, die sehen so ein bisschen aus wie Tabakblüten, ist ja auch dieselbe Familie. Solanacea, Nachtschattengewächse. Also die Blüten ähneln sich ja da in dieser Familie. Und wenn die Blüte vergeht, dann kommen kleine orange-rote oder gelbliche Äpfelchen zum Vorschein. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Also hier so sieht dann der Blätterkranz aus bei einer größeren Pflanze. Man kann das anhand des Vergleichs mit dem kleinen Schildchen sehen, dass das eine größere Pflanze ist als die in dem kleinen Töpfchen jetzt hier. Und das Besondere eben an der Pflanze, und das merkt man auch sofort, wenn man ihr das erste Mal begegnet, ist eben, dass das alles aus einem Punkt austreibt. Also die bilden wirklich richtig so einen Kranz. Man merkt, auch hier sind wieder die lieben Tierlein unterwegs.
Also in jedem Stadium wird die Pflanze sehr gerne gegessen, gefressen, angenagt, man sieht es. Also da haben wir so den Moment erwischt, wo diese wirklich sehr wohlriechende Früchte, also wenn man die einmal gerochen hat, das vergisst man nie wieder. Das ist ein ganz bestimmter, schwer zu beschreibender, ein bisschen betäubend wirkender Duft, der schon so ein bisschen was Giftiges an sich hat, aber doch sehr betörend ist und auch weithin riechen kann. Also es sind eher die Früchte, die riechen, als die Blätter. Das ist halt jetzt so der letzte Moment. Wenn man sieht hier, die Blätter, die verkrümeln sich dermaßen, dass dann also wirklich kaum mehr was so übrig bleibt. Und also ein paar Tage später würde man das dann auch schon nicht mehr sehen. Und aus diesen Früchten entwickeln sich dann die Samen. Die Samen sehen sehr aus wie die Samen von Datura oder Brugmansia, auch natürlich wieder, auch das kann bitte ein bisschen schärfer. Auch das ist ja ein Nachtschattengewächs. Also zu den Nachtschattengewächsen, die bekanntesten, die wir kennen, sind Tomate, Kartoffel. Geht das nicht? In die andere Richtung vielleicht. Also ich weiß, dass es einen als Zuschauer sehr stört, wenn die einfach nicht scharf sind, die Bilder. Vielen Dank, Herr Böllensteiner, wenn Sie einfach ein bisschen darauf gucken würden. Weil wenn man so am Reden ist, dann merkt man das nicht immer unbedingt. Und ich weiß selber, wenn ich mir Bilder angucke und ich sehe es nicht richtig, das irritiert einfach. Also, das sind die bekanntesten, die essen wir ja auch sehr gerne. Da gehört auch Aubergine dazu, dann eben Brugmansia, Datura. Weiß jemand, worin sich diese beiden Pflanzen unterscheiden? Das ist zu leise geflüstert. Das eine ist ein Baum und Brugmansia ist eher ein Bauch und Datura ist eher ein Wunderbar, genau. Also die Brugmansia ist wirklich zu Riesenbäumen und das Typische daran ist, die Brugmansia hat Blüten, die nach unten ragen, also so Blütenkelche, und die Datura hat immer welche, die nach oben stehen, und die Datura bildet dann diese Stechäpfel heraus, warum sie auch Stechäpfel heißt. Und dann gehört noch Bilsenkraut dazu. Bilsenkraut, weiß ich jetzt nicht, ob hier in der Nähe von Frankfurt kalkhaltige Böden sind. Belladonna ist auch ein Nachtschattengewächs. Also das sind alles Pflanzen, die in der Medizin eine große Rolle spielen, auch in der Magie eine große Rolle spielen. Und diese Pflanzen haben es in sich. Weil alle diese Nachtschattengewächse, also selbst die Kartoffel, muss man ja wissen, dass die auch nicht so ohne ist. Also die Knollen können auch Bitterstoffe und Giftstoffe entwickeln. Man muss einfach wissen, wie man mit diesen Pflanzen umgeht. Mehr als mit einem Salat. Also ein Salat muss man nicht großartig viel zu wissen. Wenn er schießt, dann ist er nicht mehr so richtig schmackhaft. Das ist das Einzige, was man dazu wissen muss. Bei Nachtschattengewächsen ist es sehr wichtig, dass man eigentlich prinzipiell die Finger davon lässt. Muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Weil die Wirkung von diesen Gewächsen ist nicht sehr angenehm, wenn sie nicht richtig dosiert ist. Und die richtige Dosierung ist eben das Schwierigste daran. In der Medizin spielen sie immer eine große Rolle und sie spielten im Altertum eine Riesenrolle. Also gerade die Alraune oder Mandragora war, so sieht man also, das, was dann unterirdisch noch ist. Also hier ist das eben eine Wurzel, die sich auch teilt und teilweise auch solche haarigen Auswüchse dann hat. Und je nachdem, wie sie sich teilt, also das wäre jetzt eine weibliche Alraune, spricht man von einer weiblichen oder von einer männlichen. Aus dieser Alraune kann man dann auch Schnaps und Wein herstellen. Der ist in Barcelona, also im Baskenland, kann man den so ohne weiteres in jedem Schnapsladen, in jedem Weingeschäft bekommen. Ist ganz einfach erhältlich, kann man ganz normal kaufen. Bei uns habe ich das jetzt nur in Spezialgeschäften gesehen, wenn man nachfragen würde. Also es wäre auf keinen Fall eine gute Idee, da also mehr davon zu trinken als ein kleines Likörglas. Weil erstens mal, ich kann mir vorstellen, dass Sie sich vielleicht dafür interessieren über die Wirkung, deswegen erzähle ich, bevor wir weitere Bilder sehen, zuerst mal ein bisschen was über die Wirkung. Also die Mandragora hat eine unangenehme Wirkung insofern, als wenn man es trinkt, es gibt also zum Beispiel auch Wein und Bier, der angesetzt ist mit diesen kleinen getrockneten Wurzelstücken,
Den kann man eben dann aufgießen mit Bier und das schmeckt durchaus lecker. Aber desto mehr man davon trinkt, desto durstiger wird man, weil die ganzen Schleimhäute und alles trocknet komplett aus. Also insofern muss man sehr vorsichtig mit der Dosierung sein, denn es ist eine sehr unangenehme Erfahrung, wenn alles einfach trocken wird und austrocknet, wenn man Schluckbeschwerden kriegt, wenn sich plötzlich die Augäpfel wie Sandpapier anfühlen. Und man kann dann trinken, so viel man will, dieses Durstgefühl oder dieses Trockenheitsgefühl wird man dann nicht mehr los. Das dauert dann ein paar Tage, bis es wirklich wieder abklingt. Also Überdosierungen mit allen Nachtschattengewächsen dieser rauschhaltigen Art sind auf jeden Fall unangenehm, produzieren auch Orientierungsstörungen und also die Halluzinationen sind nicht besonders nett. Und das ist auch die einzige aller psychoaktiven Pflanzenarten, die wirklich Halluzinationen im ursprünglichen Wortsinn produzieren. Also eine Halluzination ist, wenn ich etwas sehe und felsenfest davon überzeugt bin, dass das, was ich sehe, auch real ist. Bei allen anderen Rauschmitteln, ausgenommen jetzt mal beim Alkohol, wenn man jetzt so einen über den Durst getrunken hat, dann weiß man auch nicht mehr, was los ist. Aber bei all den wahnsinnig in der Presse verteufelten Rauschmitteln ist das nicht der Fall. Man weiß ganz genau, was man zu sich genommen hat. Man weiß ganz genau, an welchem Ort man ist. Es ist einfach nur eine Veränderung des Ortes und des Raumes und der eigenen Befindlichkeit. Aber über diese Veränderung ist man orientiert. Bei den Nachtschattengewächsen ist man über die Veränderung nicht orientiert. Und das kann sehr fatal sein. Also wenn in der Presse irgendwelche Berichte darüber sind, dass Kinder zum Beispiel plötzlich also eine ganze Brugmansia in einen Teetopf getan haben, mit Haut und Haaren und Stumpf und Stiel aufgekocht haben, ist das sowieso schon mal eine ziemliche schlechte Idee, sowas zu tun. Und wenn man es getan hat, ist es eine absolute hundertprozentige totale Überdosierung. Und das dauert dann also wirklich 3 bis 4 Tage, bis die Leute von diesem gewaltigen Trip wieder runterkommen und sie können dann Glück haben, wenn sie niemanden irgendwas antun oder sich selbst nichts antun. Ich sage das deswegen so deutlich, weil es einfach wichtig ist, dass man manchen Pflanzen mit großem Respekt begegnet, weil die haben es in sich, auch wenn sie wie eine harmlose kleine Pflanze aussehen. Das haben wir nämlich heutzutage verlernt in unserer Kultur, davon auszugehen, dass Pflanzen sehr mächtig sein können, dass nicht nur der Wirkstoff uns nützt, wir haben ja einen sehr utilitaristischen Zugang zu solchen Pflanzen, wir denken irgendwie, gut, so und so viel davon irgendwie, das hilft uns in dem gewünschten Bereich, aber in anderen Völkern und in Völkern, in denen man eben mit solchen Pflanzen, die den Geist verändern, früher nannte man sie die geistbewegenden Pflanzen, hat man gelernt, damit respektvoll umzugehen und das tut man, indem man sie in einen rituellen Zusammenhang einbettet, indem man sich total auf die Leute verlässt, die wirklich wissen, was sie sagen und was sie kennen und indem man also keine waghalsigen Experimente betreibt. Unsere Kultur ist auf der einen Seite sehr phobisch, das heißt sehr ängstlich und glaubt, alles ist gefährlich, was solche Pflanzen betrifft, auf der anderen Seite aber erstaunlich unbekümmert im Umgang damit auch und also damit kann man sich und andere dann auch sehr stark gefährden. Also wenn man also jetzt so ein kleines Likörgläschen davon trinkt, um jetzt mal wieder bei der netten Seite anzukommen, als ich diese Flasche kaufte, da war eine Buchvorstellung von mehreren Büchern und die Veranstalter, die diese Bücher herausgebracht haben, der Verlag, hat eine Bowle damit angerichtet. Also die haben dann ein Teil Mandragora auf 5 Teile Apfelsaft oder auch Orangensaft gegossen und dann konnte man sich so kleine Becherchen abholen. Also die Becherchen waren so viel. Das war also dann eine heftige Verdünnung. Und ich habe dann davon getrunken und habe dann den Vorträgen gelauscht. Und dann merkte ich irgendwie, dass meine Gedanken, also nicht nur, weil die Vortragenden so ganz monoton geredet haben und es schwierig war, ihnen dann zu folgen, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, dieser Vortrag, der kommt nicht mehr wirklich bei mir an. Irgendwie merke ich nur noch so einzelne Sätze und die verflüchtigen und verselbstständigen sich. Und dabei ist mir dann eingefallen, dass das eben die Wirkung von der Mandragora ist. Also
Eine andere Erfahrung, die ich da mitgemacht habe, als ich so das erste Mal sie ausprobiert habe, weil es wichtig ist, finde ich, wenn man darüber redet, muss man schon auch wissen, was es ist. Sonst, warum sollten sie mir sonst glauben, wenn ich nicht wüsste, wovon ich rede? Habe ich gedacht, also ich nehme einfach mal so ein kleines Likörgläschen von selbstangesetzten, also das war jetzt gekaufter, und ich mache einfach die Tätigkeit weiter, die ich sonst mache. Dann merke ich am besten, wie sich das auswirkt. Und ich habe also am Computer gesessen, habe mich auf meinen Text konzentriert und das habe ich irgendwie so mittags um 12 genommen. Nachmittags um 5 merkte ich immer noch gar nichts. Ich konnte alles wunderbar lesen, ich konnte mich gut konzentrieren, ich hatte keine Schwierigkeiten, den Satz aufzuschreiben, ich konnte analytisch nachdenken. Also es hat überhaupt keinen Einfluss auf nichts gehabt. Und am Abend hatte ich einen Termin, ich musste in der Stadt eine kleine Straße aufsuchen, in einer Gegend, die ich kannte, nur diese Straße kannte ich nicht. Und als ich dann im Auto saß, das war also 6 Stunden, 7 Stunden später, merkte ich irgendwie, dass ich Schwierigkeiten habe, Entfernungen abzuschätzen, dass ich nicht so genau weiß, ob die Ampel jetzt sofort da ist, ob ich jetzt irgendwie ganz doll abbremsen muss oder ob ich irgendwie langsam auf diese Ampel zufahren kann. Und als ich dann da angekommen war, wo ich hin wollte und den Stadtplan raussuchte, um zu gucken, wo ich da nun, also welche Straße ich da nehmen muss, da konnte ich überhaupt nichts mehr sehen. Also ich bin normalerweise keine Brillenträgerin, aber in diesem kleinen gelben Licht im Auto, ich konnte es einfach nicht mehr erkennen. Und ich musste dann also aussteigen, jemanden bitten, mir diesen Stadtplan irgendwie zu erläutern. Und derjenige guckte mich dann mitleidig an, so wie, naja, sie sollte sich dann vielleicht doch mal eine Brille besorgen. Also dadurch bin ich dann in diese Straße gekommen. Und das ist ganz wichtig für die Wirkung von der Alraune, denn sie wirkt sich auf die Fokussierungsmöglichkeit der Optik aus. Das liegt daran an den wirksamen Bestandteilen in dieser Pflanze, da gehört Scopolamin und Atropin zu. Wenn Sie mal beim Augenarzt waren, wissen Sie, dass der Augenarzt einem gerne Atropin in die Pupillen träufelt, um die Pupillen zu erweitern, um einfach diesen Augenhintergrund besser sehen zu können. Und genau darauf wirkt sich also diese sehr schwache Wirkung aus. Das heißt, man kann sehr schlecht fokussieren. Ich weiß irgendwie nicht, ist das nah weg oder dicht dran. Und man hat wirklich auch erweiterte Pupillen und wenn jemand wirklich einen Rausch davon hat, dann hat der also knallschwarze Augen, weil die Pupillen ganz weit werden. Also so viel zur Wirkung. Eine Frage. Ja? Ist die eigentlich auch verboten, die Pflanze? Also nee, die Pflanze ist nicht verboten. Also man kann, die Nachtschattengewächse sind nicht verboten. Ich finde, es ist einfach sehr wichtig, dass man umso sensibler und vorsichtiger damit umgeht, weil das Einzige und Erste, was passieren würde, wenn irgendwelche Unfälle oder unsachgemäße Verhaltensweisen damit auftreten würden, wäre einfach, dass man die Pflanze kriminalisiert, dass sie auf den Index gerät. Und ich finde, die Pflanzen können nichts dafür, dass wir zu blöde sind, mit ihnen richtig umzugehen, jetzt mal ganz salopp gesagt. Also ich halte nichts davon, Pflanzen zu kriminalisieren. Also es geht eigentlich eher darum, dass wir den richtigen Gebrauch mit Pflanzen lernen müssen. Genauso wie wir auch den richtigen Gebrauch mit dem Fahren eines Fahrzeuges erlernen und nicht sagen, alle Autofahrer, also Autos müssen verboten werden, weil furchtbar viele schreckliche Unfälle damit passieren. Also man kann getrocknete Alraunenstücke, und das sind immer die Wurzelstücke, in der Apotheke bekommen. Und der Apotheker wird dann höchstens fragen, wofür man das braucht. Dann muss man sich halt irgendwas Schlaues einfallen lassen. Kann in unserem kleinen Büchlein nachgucken, was es so sein kann. Und man bekommt kleinere Dosierungen. Es kostet auch nicht die Welt. Und also was ich damit empfehlen würde zu tun, wäre einfach wirklich einen Schnaps anzusetzen und damit aber wirklich sehr vorsichtig umzugehen. Also als ich einen Vortrag zu dem Thema in Hamburg gehalten habe, kam eine Frau zum Schluss auf mich zu, die sagte, sie sei jahrelang sehr starke Schmerzpatientin gewesen. Sie hätte sehr unter Schmerzen gelitten. Ich habe sie jetzt nicht gefragt, was genau. Und sie hat also immer sehr starke Schmerzmittel nehmen müssen. Das hätte sie sehr beeinträchtigt beim Fahren. Sie muss halt fahren, weil sie wohnt auf dem Land. Und sie hat gemerkt, dass irgendwann mal stieß sie darauf, dass Alraune als Schmerzmittel eingesetzt wurde. Und dann hat sie sich so einen kleinen Schnaps angesetzt und hat immer abends vorm Schlafengehen
ein kleines Likörglas davon getrunken. Das hat ihr dann gute Träume beschert, auch erotische, lustvolle Träume. Und am nächsten Morgen war die Wirkung dann auch wirklich weg. Und seither ist sie schmerzfrei. Also das ist jetzt ein kleines Beispiel. Ich bin keine Ärztin, ich will Ihnen das jetzt hier nicht verschreiben. Aber das hat mich schon beeindruckt. Also insofern, wenn man es in der richtigen Dosierung und in der richtigen Vorsichtigkeit anwendet, dann scheint das auch die medizinische Wirkung zu haben, für die diese Pflanze berühmt wurde. Und darum geht es jetzt. Also was man in dieser in diesem Fresko aus dem 3. Jahrhundert sehen kann, ist, dass hier jemand sitzt, der diese menschengestaltige Wurzel der Alraune malt mit diesem Blätterkranz. Hier ist eine Person, die überbringt oder hält diese Pflanze in der Hand, und hier ist jemand, der schreibt was auf. Wenn man das jetzt nicht wüsste, worum sich es handelt, dann wüsste man einfach nur, es ist eine Szene, wo jemand eine Pflanze bringt, jemand schreibt es auf, der andere malt es auf. Aber es geht ganz konkret um die Göttin Heureses, die Göttin der Erfindung und der Inspiration, auch die Göttin der Einbildungskraft. Und hier geht es um Dioskurides, den Vater der Medizin. Und diese Göttin bringt also diese Pflanze dem Vater der Medizin, der schreibt alles nieder, beschäftigt jemand mit der botanischen Aufzeichnung dieser Pflanze. Und Dioskurides ist auch in der Tat jemand, der uns das antike Heilpflanzenwissen der Alraune überliefert hat. Also die Alraune war sehr berühmt in der Antike, also bei den Griechen und dann bei den Römern, für ihre schmerzlindernde Wirkung, für ihre narkotisierende Wirkung. Also damals kannte man ja keine Anästhetika, wie wir sie heute kennen, sondern wenn jemand also chirurgisch behandelt werden musste, das war meistens eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, hat man Leuten einfach nur Leder zwischen die Zähne gegeben, hat gesagt, beiß drauf, und dann, damit man sich nicht die Zunge vor lauter Schmerz abbeißt. Das war's dann aber. Und wenn man die Alraune also richtig verabreicht, dann bewirkt es eben eine Betäubung und dann können eben chirurgische Eingriffe stattfinden. Dann gibt es aber auch die Eigenschaft, und die weiß man schon seit den Ägyptern, dass sie eben auch ein Liebesmittel ist, also dass sie die Fruchtbarkeit befördert, also Frauen, die Schwierigkeiten haben mit Fruchtbarkeit, wirklich fruchtbar machen kann, und dass sie irgendwie in einer anderen Richtung, glaube ich, wird es schärfer. Und dass sie, ja, und dass sie eben auch die Libido fördert, also auch die erotischen Vorstellungen. Und das kann man durchaus bemerken, wenn man also solche kleinen Schnäpschen davon trinkt. Dieses jetzt, was die Dame dem Herrn hier überreicht, sind eben die Früchte der Alraune, die wir gesehen haben. Also für diese Zwecke verabreicht man die Früchte. Wenn es um die schmerzlindernde Wirkung geht, dann geht es um die Wurzel. Die Blätter spielen weniger eine Rolle bei der Medizin. Dieses narkotisierende, schmerzlindernde und das aphrodisierende, das waren nun zwei Bereiche, die, als die Antike, also das Wissen der Griechen und Römer, abgelöst wurde durch das christliche Wissen, durch das christliche Zeitalter, waren das durchaus ambivalente Eigenschaften. Also narkotisierend heißt eben, dass es auf den Geist einwirkt, aber dass es den Geist auch stimulieren kann in Richtung, wo die Fantasie plötzlich überhand nimmt. Und das wollte man nicht. Und wenn Sie sich daran erinnern, was wir heute alle so sehr schätzen, dann ist es der klare Verstand, die Ratio, das kritische Unterscheidungsvermögen. Das sind alles Eigenschaften des Geistes, die nicht so sehr viel mit Inspiration, mit Fantasie, mit Imagination und so weiter zu tun haben. Aber diese Bereiche gehören zu unserem geistigen Leben dazu. Und wir hätten keine Schwierigkeiten, diese beiden Bereiche zu integrieren, wenn wir auf denselben Grundlagen fußen würden wie die Antike. Die Antike hatte damit nämlich gar keine Probleme. Die Antike sagte einfach, die Dinge sind nicht gut oder schlecht an sich. Sie sind nur gut oder schlecht in Bezug auf etwas. Also zum Beispiel, wenn jemand irgendwie einen schwachen Kreislauf hat, dann kann man dem
empfehlen, trinkt mal ein bisschen, ein Gläschen Wein oder so, ein Gläschen Sekt. Tut gut, möbelt, fördert den Kreislauf. Dann ist es gut. Wenn aber jemand von morgens bis abends an der Pulle hängt, würde man bestimmt nicht sagen, es ist gut und es fördert den Kreislauf. Das heißt, der Alkohol an sich ist nur gut oder schlecht in Bezug auf die Art und Weise, wie man ihn anwendet. Wir aber denken sehr schwarz-weiß. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken ist ungeheuer erfolgreich. Es hat uns auch die Computertechnik beschert. Da gibt es einfach nur 0 und 1 und sonst nichts. Oder ja, nein. Multiple-Choice-Verfahren. Also unsere gesamte Kultur basiert darauf, dass es sehr simpel und einfach ist, wenn man sagen kann, hier gut, da böse, hier schwarz, da weiß. Da muss man nicht weiter drüber nachdenken, man muss sich keine Gedanken machen, man kann die Verantwortung jemand anderem abgeben, der es dann schon weiß. Und damit ist man aus dem Schneider. In einer Kultur, in der aber gefördert wird, dass man sich immer wieder überlegt, ja, was ist jetzt gut und wie ist es wann gut? Das ist ein komplexeres Denken. Das ist nicht ein primitiveres Denken, sondern das ist ein komplexeres Denken. Und so ein komplexeres Denken haben heutzutage immer noch die, die wir am allerprimitivsten empfinden, nämlich die Naturvölker. Weil die sind nämlich gewohnt, dass es keine Dämonen im Sinne von Teufel gibt, sondern dass es Daimones im Sinne des antiken Begriffes von Pflanzengeist gibt. Und so ein Pflanzengeist spricht dann zu einem. Und man muss eine richtige Kommunikation mit ihm aufbauen und dann kann er einem was lehren. Und wenn man mit solchen Pflanzen in Kontakt steht, also zum Beispiel die Schamanen, die den Tabak benutzen, benutzen den Tabak vollkommen anders, als wir ihn benutzen, nämlich in unglaublich hohen Dosen und den richtigen Tabak, also nicht dieses Industrie-Zellulose-Zeug. Und da passiert mächtig was und dann sprechen aber auch wirklich die Pflanzengeister ganz gut zu einem. Und ich würde jetzt mal sagen, das Äquivalent zu den Pflanzengeistern ist das, was man in der Naturwissenschaft als Wirkstoff bezeichnen würde. Das, was wirkt. Jetzt habe ich hier einfach mal rausgesucht ein Beispiel von einer auch menschengestaltigen Pflanze, die eine Wurzel ist, aus einem solchen Kulturkreis, wo es eben immer um die relative Wahrheit und relative Richtigkeit geht. Das kennen wir in Form von Yin-Yang. Also es handelt sich um Asien, da ist nämlich dieses Denken heute immer noch vorhanden. Und in Asien ist nie jemand auf die Idee gekommen, den Ginseng zu verteufeln. Obwohl der Ginseng für junge Leute auch nicht besonders gut ist. Für ältere Leute ist Ginseng gut. Das merkt man ab einem bestimmten Alter, merkt man, dass der Ginseng eine Wirkung hat, dass er einen wirklich irgendwie, dass er die Kräfte steigert. Aber wenn man jünger ist, kann der Ginseng eben auch eine Eigenschaft haben, die als zu heiß bezeichnet wird. Und die ist in jungen Jahren nicht so gut, wie sie in alten, also erst wenn man einfach älter wird. Das heißt also, dieses Bild soll Ihnen einfach zeigen, dass man frei und ohne Probleme diese erotischen Eigenschaften der Pflanze und die kräftemobilisierenden Eigenschaften der Pflanze darstellt, ohne dass die Teufel da lauern. Ganz anders in unserer Kultur. Unsere Kultur ist eine monotheistische Kultur, wie Islam und das Judentum auch. Das heißt, Mono heißt, es gibt nur eins. Es gibt nur einen wahren Gott und wir haben ja das Bekenntnis, du sollst keine fremden Götter neben mir haben. In anderen Kulturen weiß man, du glaubst an den Gott, ich glaube an die Göttin und jeder soll so seine Götter haben und alles ist prima. Eigentlich ist das ein sehr viel friedlicheres Verständnis. Das müssten wir bitte auch noch mal ein bisschen schärfer haben. Hier ist jetzt eine Darstellung von der Göttin Gaia. Ganz früh, auch so aus dem 3., 4. Jahrhundert, aus dem Codex Vindobonensis. Und es ist eine der seltenen Darstellungen von der Göttin Gaia, weil die Göttin Gaia ist relativ schnell aus dem ganzen Bilderarsenal vertrieben worden. Hier sieht man sie, wie sie an ihren Brüsten die Natur nährt, also sowohl eine Kuh als auch eine Schlange. Da steckt natürlich auch das Wissen darin, also die Schlange ist halt einfach ein Aspekt, der uns auch gefährlich sein kann, aber auch wichtig. Die Schlange des Äskulap ist auch, da steckt das Wissen drin, dass alles nur eine Frage der richtigen Dosierung ist
und dass das Gift von Schlangen eben auch etwas ist, was uns immun machen kann, wenn man eine bestimmte Menge davon im richtigen Moment verabreicht bekommt. Und diese Göttin Gaia ist also praktisch die Natur. Hier hat sie da so auf ihrem Kopf noch die Baumkrone. Hier ufert dann ihr Leib in einen riesen Berg aus. Sie ist bedeckt von Blättern. Ist natürlich jetzt eine sehr einfache Darstellung aus einem Buch. Und da steht auf dem hinteren Blatt, O Göttin, die du alles fruchtbar machst und aus der alles Lebendige hervorkommt. Und dann hat also späterer Zeit hat dann jemand dieses O heilige Göttin durchgestrichen und drüber geschrieben, O heiliger Gott. Und noch später wurde dann aus der Darstellung oder aus diesem Text, es ist nicht die Göttin, also nicht die Natur, die alles hervorbringt, es ist kein Gott und keine Göttin, die alles hervorbringt, sondern es ist der göttliche Geist, der hinter allem steht, was hervorgebracht wird. Und zwar nicht aus der Natur, sondern aus dem Geist dieses Gottes. Das ist ein Riesenunterschied. Und dieser Riesenunterschied hat dazu geführt, dass eigentlich nur die geistige Eigenschaft dieses göttlichen Prinzips das Heilige ist, aber dass die Natur eigentlich etwas Schmutziges und Weibliches und irgendwie Dämonisches ist. So. Und aus dieser Darstellung dieser Göttin Natur ist dann die Darstellung, also Sie erkennen, es ist praktisch wieder dieselbe Darstellung, gerade war das halt sehr naturalistisch gebracht mit den Brüsten, aus denen die Milch eben fließt. Nun wird das also so ein bisschen geheimnisvoller, woher die Milch da kommt. Und diese Göttin ist jetzt nicht mehr die Natur, sondern diese Göttin ist jetzt die Göttin Maria. Und sie ist die Verkörperung von Ekklesia, also von der Kirche. Sie heißt jetzt nicht mehr Gaia, sondern sie heißt Maria Ekklesia. Und das heißt, die Kirche nährt jetzt nicht mehr die Natur, nicht mehr die Wesen der Natur, sondern die Kirche nährt die verschiedenen Wissenschaften. Also dieses hier zum Beispiel ist die Wissenschaft des Krieges. Hier ist die Wissenschaft der Architektur, hier unten ist die Wissenschaft der Geometrie dargestellt und so weiter. Also die Wissenschaften, die damals eben wichtig waren. Das ist die Wissenschaft der Astrologie. Also der Geist der Kirche, ursprünglich war das mal Gaia, nährt die Wissenschaften. Und das heißt, beides, was vorher mal Natur war, ist jetzt plötzlich Kultur geworden. Also etwas, was wir selbst geschaffen haben. Wir selbst produzieren die Kultur. Wir sind zwar ein Teil von der Natur, aber wir produzieren Kultur. Wir bauen Bauwerke, wir sind als Mathematiker tätig, als Rechtsanwälte, als Botaniker, als was weiß ich. Und die Kirche ist praktisch der Überbau oder der schützende Ort, an dem das alles stattfinden kann. Das habe ich jetzt eingeschoben, um Ihnen klarzumachen, wie drastisch diese Veränderung ist und was diese drastische Veränderung bewirkt, wenn es darum geht, wie gehen wir mit Pflanzen um und was halten wir von Pflanzen. Und besonders von Pflanzen, die eben ambivalente Eigenschaften haben. Jetzt gibt es also natürlich schon seit langer Zeit botanische Bücher, also Dioskurie, das ist einer davon. Das ist eine Wissenschaft für sich, ich will sie jetzt nicht weiter mit Namen belästigen. Früher waren diese Bücher einfach so, dass man abgeschrieben hat, was aus der griechischen und römischen Antike überliefert wurde. Und dann hat man immer dargestellt, also hier ist dann so ein Bericht über die jeweilige Pflanze. Manchmal kommt eine kleine Zeichnung dazu, manchmal sind das aber auch nur reine schriftliche Werke. Und bei einer Pflanze wie der Mandragora, also hier kann man sie ja nun wunderbar erkennen. Es gibt wenig Pflanzen, die so dargestellt werden, mit so einer Art Blattkrone und so einem menschengestaltigen Wurzelkörper. Hier würde man dann auch keine Schwierigkeiten haben, die Blätter zuordnen zu können. Aber stellen Sie sich vor, Sie würden einfach nur diese Blätter sehen, ohne das, was darunter ist. Dann könnten die Blätter alles Mögliche sein. Und die wissenschaftliche Genauigkeit in der botanischen Illustration taucht eigentlich erst im 18. Jahrhundert auf. Also es hat lange Zeit gedauert, bis man das, was da dargestellt wurde, auch wirklich botanisch zuordnen konnte. Und damit das vorher eindeutiger war,
ist oft, so wie hier halt dieses kleine Wurzelweibchen, ist oft etwas dargestellt worden im Zusammenhang mit der Alraune, nämlich ein kleiner Drache oder auch ein kleiner Hund. Ein Hund als Drache, also wir kennen ja diese Höllenhund-Vorstellung. Und damit hat auch dieses Mandrake zu tun, weil es ist halt einfach eine menschlich gestaltete Wurzel und dann ist so ein kleiner Drache dabei. Und was hat es jetzt mit diesem Drachen auf sich? Das sind die Momente, in denen die Künstler sich mit der Mandragora beschäftigt haben, über die botanische Illustration. Und in diese botanische Illustration sind Sagen und Vorstellungen eingeflossen. Zum Beispiel hier sieht man also so ein weibliches Wesen, ich finde, es hat ein weibliches Gesicht. Hier ist es also in der Erde verborgen, hier oben guckt diese Blätterkrone raus, da sehen Sie auch, wie die Blüten dann wachsen, teilweise wirklich an solchen Rispen, obwohl sie nicht so Johannisbeerenartig aussehen. Und was jetzt erstaunlich ist, ist, dass diese Pflanze einen Strick um den Hals hat und dann gibt es hier so einen Hund, der hat den anderen Teil des Strickes um den Hals. Und das hat damit zu tun, dass also die Empfehlung war, wenn man diese Mandragora bergen wollte, dass man einen Hund zur Hilfe nehmen musste. Und das wissen wir alle von Harry Potter, Teil 2. Weil nämlich diese Pflanze, wenn man sie umtopft oder birgt, wahnsinnig schreit. Und zwar so furchtbar, dass man, wenn man sie bergen will, von diesem Schrei getötet werden kann. Und das getötet wird aber nur der, der die Pflanze bergen will, nicht der, der es hört. Deswegen hat man dann einen Hund zur Hilfe genommen, dem hat man dann irgendeinen Leckerbissen vorgehalten, in der Entfernung, sodass er die Pflanze rausziehen musste. Ich denke, dieser Mythos, der mutet einen ja merkwürdig an heutzutage, kommt daher, dass es, versuchen Sie wirklich mal eine ausgewachsene Mandragora aus der Erde auszugraben. Dann werden Sie die Erfahrung machen, dass die wirklich unglaublich fest in der Erde verklammert ist. Also das ist ein Gewächs, was ganz lange und ganz tief unten nach Wasser suchen muss natürlich. Und wenn man dann diese Pflanze irgendwie rauszieht aus der Erde, das ist schon ein brutaler Vorgang. Also da muss man schon irgendwie erstens mal Kraft aufwenden und man hat auch das Gefühl, dass das vielleicht nicht so ganz richtig ist, was man da tut, weil man ja mit der Wurzel auch den Lebenskern der Pflanze beseitigt praktisch. Also dann ist die Pflanze ja nicht weiter lebensfähig. Das ist was anderes, als wenn man was abbricht, ein Blatt, was sich wieder regenerieren könnte. Also ich vermute mal, dass diese Vorstellung damit zu tun hat, dass man eben die Pflanze tötet. Und weil sie so menschlich aussieht, hat man sie halt, alles, was uns nahe gehen soll, vermenschlichen wir, damit wir es besser begreifen können. Das machen wir heute in der Sensationspresse, wenn wir von der Killerwelle sprechen. Genauso wie früher in den Sagen, wenn davon gesprochen wurde, diese Pflanze kann einen töten, weil sie schreit. Das ist dieselbe Erfahrung, die dahinter steckt. Also wir sind heute eigentlich genauso gestrickt wie unsere Vorfahren, wo wir oft denken, die seien so viel zurückgeblieben. Und das stimmt nämlich im Prinzip eigentlich gar nicht. Diese Vorstellung von dieser magischen Bergung dieser Alraune hat sich durch alle Jahrhunderte transportiert, bis zum Symbolismus, als Robert Bateman, der hier der Künstler ist, so ganz seltsam darstellt, wie so drei Frauen diese Alraune mit so drei Fäden rausziehen aus dem Erdboden. Hier sieht man, sieht so ein bisschen aus wie so ein Rettich. Und was ist dieses hier? Haben Sie eine Ahnung? Galgen. Super, wunderbar, genau. Das sind Galgen. Und da in diesem Bild, was also im Ende des 19. Jahrhunderts gemalt wurde von einem englischen Maler, es ist immer noch diese alte Sagengeschichte, dieser alte Sagenkreis drin. Erstens, dass man die Alraune nur unter magischen Vorkehrungen bergen darf. Und was er hier getan hat, ist sehr interessant, weil er stellt nicht, jetzt lässt das mit dem Hund, den hat er jetzt beiseite gelassen, es ist auch nicht mehr ein Wurzelgräber, sondern es sind drei Frauen, die diese Pflanze bergen. Und wenn man sich mit der Kunstgeschichte ein bisschen auskennt, dann weiß man, auch ohne dass man mit Robert Bateman geredet hat und der das genau aufgeschrieben hat, dass diese drei Frauen nicht irgendwelche Frauen sind, sondern die drei Nornen. Die drei Schicksalsgöttinnen, die über Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft entscheiden.
Das heißt, wenn die so eine Pflanze rausziehen, die solche magischen Eigenschaften hat, dann nutzen sie diese magischen Eigenschaften der Pflanze, um uns unseren Platz im Zeit und Raum sagen zu können, damit wir wieder Orientierung finden. Und deswegen ist man früher zu einem Magier oder zu einem Zauberer, heute würde man sagen, zu einem Schamanen gegangen, weil man irgendwie verwirrt war, weil man nicht mehr wusste, ja, wo bin ich eigentlich, was soll ich eigentlich, wo führt mein Leben hin, wo kommt das Problem her, warum bin ich krank geworden? Das sind alles Fragen, die hängen damit zusammen, was war, was ist jetzt und was wird sein. Und diese Vorstellung, die ist uralt, in allen Kulturen vorhanden. In der germanischen Mythologie waren das eben die drei Nornen. Wenn Sie sich mit Richard Wagner beschäftigen und dem Ring der Nibelungen, dann kommen diese drei Nornen vor. Die weben eben dieses Gestrick der Zeit und plötzlich reißt der Faden der Zukunft. Ich weiß nicht, ob Sie mal in der Oper waren, das gesehen haben. Das ist wird auch in der Musik sehr dramatisch dann dargestellt. Also das heißt, dieses Wissen über diese magischen Bedeutungen dieser Pflanze sind uralt. Da diese Pflanze sehr selten nur zu kriegen war und von sehr, sehr weit her transportiert werden musste, und deswegen hat sie auch hohe Preise erzielt, haben natürlich einige Quacksalber irgendwelche Pflanzen zu Alraunen geschnitzt oder zu Bündeln zusammengefügt, die dann Alraunen sein konnten und diese was Menschliches haben. Also das heißt zwei Arme im Körper oder ein Körper, zwei Beine oder sowas. Und also es gibt einige Ausgrabungsorte, zum Beispiel in der Nähe von Hamburg gibt es ein Kloster, Ebsdorf. Da hat man unter dem Nonnengestühl des Nonnenchores so ein kleines Kästchen gefunden. In diesem kleinen Kästchen war eine bekleidete Alraune drin. Das heißt, die Nonne hatte schon sehr recht, dass sie das Kästchen unter dem Bretterverschlag ihres Sitzes verborgen hat, weil wenn rausgekommen wäre, dass sie sich mit so einem magischen Hilfsmittel irgendwie beschäftigt, dann wäre sie ganz schnell aus dem Kloster geflogen oder sogar irgendwie an den Galgen geknüpft worden. Also das war nämlich verboten. Die magische Kontaktaufnahme mit Natur war des Teufels, Hexenwerk, verboten, absolut. Diese Vorstellung ist wirklich immer noch, wenn Sie sich das genau überlegen, wie gehen wir mit solchen Dingen um, ist diese Vorstellung immer noch in unseren Köpfen vorhanden, obwohl die Zeit der Hexenverbrennung längst vorbei ist. Man könnte auch anders zum Beispiel mit Cannabis umgehen, als wir es tun. Und in dieser Art und Weise der totalen Verteufelung, der Kriminalisierung, der polizeilichen Verfolgung steckt wirklich diese Vorstellung noch drin. Es gibt wenige Künstler, die sich wirklich mit der Alraune um ihrer selbst willen beschäftigt haben. Einer, der das getan hat, war Hieronymus Bosch. Das hier nämlich ist so eine Alraunenfrucht. Er hat sie halt feuerrot gemalt, weil manchmal ist dieses Orange sehr leuchtend und rot hat dann so eine Signalwirkung. Und aus dieser Frucht kommen also nun alle möglichen gespenstischen Wesen. Hieronymus Bosch ist ja der Künstler, der dieses ganze Hexenwesen präsent gemacht hat. Hat ja sehr viele Bilder gemalt, auf denen es ganz verrückt zugeht. Und damit hat er eigentlich Allegorien und Metaphern geschaffen, um uns klarzumachen, wie verrückt es in unserem Geist teilweise zugeht, was wir alles, auf welche komischen Gedanken wir kommen, was wir alles verteufeln können und so weiter. Bis heute ist es nicht wirklich gelungen, so eine Kunst zu entziffern. Sie ist eben sehr vielschichtig und mehrdeutig. Aber was mit Sicherheit der Fall ist, ist, dass es eine moralische Kunst ist, die uns klar machen soll, seht, so sieht der Mensch von innen aus. So sind solche Geschwüre und solche Gewucher können wir mit unseren Gedanken hervorbringen. Das kennt jeder von uns. Manchmal denkt man sich so richtig in Rage, wenn man wütend ist, zum Beispiel. Das ist auch ganz schwierig, dann davon wieder loszulassen und einfach seinen Geist zu besänftigen und zu sagen, ja, ich weiß ja gar nicht genau, warum der oder die das und das gemacht hat. Lasse ich das einfach mal so stehen, ohne mir da groß Gedanken zu machen. Also manchmal kommen Konflikte dadurch zustande, dass wir sie in unserem Geist sehr nähern. Das ist etwas, was auch schon immer bekannt war. Jetzt kommen wir, der Vortrag heißt ja, da kam ja das Stichwort von der Trivialkunst und Literatur drin vor. Das ist jetzt das, womit sich die allerletzten Dias beschäftigen. Dann können Sie gerne Fragen stellen und wir können ein bisschen plaudern. Also,
die Tatsache, dass man sich vorgestellt hat, dass dieser Alraune also so ein magisches Wesen ist, die man unter magischen Vorkehrungen bergen muss, hatte auch eine Geschichte zur Folge, da kommen dann auch noch Dias, dass diese Pflanze ja irgendwo herkommen musste. Wenn sie schon so menschengestaltig aussieht, muss sie vielleicht auch mit dem Zeugungsakt des Menschen was zu tun haben. Und früher, also zur Zeit von Hieronymus Bosch nun bestimmt, also im 15., 16. Jahrhundert, gehörten Galgen durchaus zum normalen Eindruck, den man so hatte, wenn man jenseits der Stadt irgendwie auf die Idee kam, irgendwie von A nach B zu gehen. Spaziergänge hat man damals weniger gemacht. Da waren also wirklich Galgenberge und dieses Hängen von Leuten, die irgendwas getan hatten, deswegen gehängt wurden, gehörte einfach zur Erfahrung der Menschen. Deswegen gehörte auch die rein empirische Beobachtung zur normalen Erfahrung, die heute jetzt außerhalb unseres Erfahrungsbereiches liegt, dass ganz große Schmerzen und ganz große Bedrohungen in unserem Nervensystem das Gegenteil hervorrufen. Also ganz große Qualen von Menschen, die furchtbar gefoltert werden, wenn man denen in die Augen guckt und ins Gesicht, sehen die so aus, als ob sie ganz große Lust hätten. Und Gehängte, das weiß der Volksmund auch, hatten eben oft eine letzte Ejakulation. Und dieser Same, der auf die Erde spritzte, den hat man verantwortlich für das Wachstum der Alraunen gemacht, weil man Alraunen wirklich oft auf solchen Galgenplätzen gefunden hat. Das hatte aber nun einen anderen Hintergrund, nämlich, dass diese Galgenplätze oft auf Schuttplätzen aufgerichtet wurden und dass die Alrauner einfach, wie ich am Anfang gesagt habe, gerne in so einem sandigen, steinigen Untergrund wächst. Also dadurch kam dann diese Vorstellung zustande, dass die Alraune eben an Galgenplätzen wächst und dass sie ein Galgenmännle ist, so hat man sie auch genannt. Und diese Vorstellung von dem Galgenmännle, hier hat man so eins, also dieses hier erinnert noch, diese Faser erinnert noch an das Pflanzliche, führte dann zu der Vorstellung von dem Homunculus, dass also eine Pflanze plötzlich belebt werden kann durch magische Worte, also durch einen Dr. Frankenstein, diese Geschichten gibt es ja dann auch im Kino, im Film, im Fernsehen und so weiter, umgeben die uns ja heute. Das ist eine faszinierende Vorstellung, denn das regt natürlich unsere Schöpferkraft an. Als Menschen wollen wir ja gerne irgendwas schaffen. Wir sind ja stolz auf die Kultur, die wir hervorgebracht haben. Und deswegen ist so eine Vorstellung bestechend, dass wir einem leblosen Ding Leben einhauchen könnten. Das ist ja sicherlich auch für die Computer 3D-Animatoren faszinierend, dass man plötzlich, oder auch für uns, dass wir plötzlich Saurier sehen, wie sie sich bewegen und so. Das ist schon eine Faszination, die für die Menschen schon immer faszinierend war. Und hier verschmilzt also dann diese Vorstellung von diesem Homunculus, also von diesem kleinen, künstlich geschaffenen Menschlein, mit der Vorstellung dieses Golem, die aus der jüdischen Tradition kommt, wo eben ein Künstler einem Lehmklumpen Leben einhaucht und dieses Leben entsteht, daraus entwickelt sich dann der Golem. Das hat es damit zu tun, dass in der jüdischen und auch in der muslimischen Kultur und Religion die Abbildung der Natur und die Abbildung des Menschen verboten ist. Deswegen ist das eine Kunst, die rein ornamental ist, im Gegensatz zur christlichen Kunst, die ja durchaus gegenständlich ist. Aber auch die christliche Kunst ist durch solche Phasen gegangen, wo es verboten war, die Dinge darzustellen, die man sieht, weil man das Gefühl hatte, man würde dann mit dem göttlichen Schöpfer konkurrieren. Das wäre so eine Art Hybris, so eine unglaubliche Vermessenheit, das zu tun. Und dann gibt es eben auch immer wieder die Vorstellung, dass die Frauen auf irgendeine schicksalshafte Weise mit der Alraune verbunden sind, eben durch diesen Gedankenkomplex Fruchtbarkeit und so weiter, Liebesmittel. Also das heißt, wenn man so eine Alraune hat, dann könnte man ja auch vielleicht den Mann, den man liebt, beschwören, einen auch wieder zu lieben. Das sind dann solche magischen Liebesrituale und so weiter. Insofern sind also Frauen, bei denen irgendwelche Wurzelstücke gefunden wurden, die mit der Alraune in Verbindung standen oder die man damit assoziiert hat, also ohne Umschweife und ohne, dass man sich lange angehört hat, was die zu erzählen hatten, mit Hexen in Verbindung gebracht worden und als Hexen dann eben auch verbrannt worden. Das ist jetzt so das Cover von einem Taschenbuch aus dem Ravensburger Verlag. Und hier sieht man nochmal so einen Gehängten und hier unten ist eine Pflanze,
die dieses typische aus einem Punkt so blattkranzartig entstehende hat. Und hier haben wir jetzt eine Darstellung aus der Comicwelt. Also wenn man sich die Comics anguckt, die sind sehr interessant sich anzugucken unter diesen magischen Hinweisen und unter diesen Vorstellungen, wie verändern sich Sagen, wie verändern sich Mythen, wie verändern sich solche Legenden. Die sind immer noch präsent, aber sie haben halt jetzt einfach ein anderes Kleid, sie tauchen in einer anderen Art der Darstellung auf. Und hier geht es eben darum, dass dieser Magier geht dann eben auch zu so einem Galgen und wirft dann diese Alraune, trägt die dann nach Hause, legt die dann also vor sich hin und sinnt darüber nach, was er also jetzt Magisches mit diesem alraunen Wesen machen kann. Und hier steht dann noch dabei, dass die Pflanze weiblich ist. Also oft werden diese Pflanzen, die auf den Geist einwirken, tatsächlich mit der Frau in Verbindung gebracht. Die Namen sind teilweise auch so Belladonna, die schöne Frau. Oder eben Mandragora ist auch ein weiblicher Name. Alraune übrigens, der Name kommt von den Alrunen. Und die Alrunen waren die weisen Frauen in der germanischen Mythologie. Und dieses, was sie getan haben, nämlich Geheimnisse herauszufinden, Geheimnisse uns zu entschlüsseln, das ist noch immer vorhanden in unserem Wort Raunen. Ich raune dir etwas zu. Also dieses Wissen ist ein sehr altes Wissen mit einer ganz tiefen Wurzel, so tief wie die Alraune, mit dem wir immer noch zu tun haben, wenn man dem so ein bisschen nachraunt und nachsinnt. Ich glaube, das war's dann auch. Genau. Also mit diesen letzten Eindrücken bin ich zum Ende des Vortrags gekommen und Sie können gerne mir Fragen stellen. Ja? Also was mich irgendwie immer wundert, ist, wieso diese Geschichte mit dem, dass der Hund die Wurzel aus der Erde, also ja, damit man irgendwie selber nicht stirbt, dass der Hund irgendwie also an die Wurzel angebunden wird, ja. Um sie aus der Erde zu ziehen. Wieso das eigentlich hier in unsere Breiten gerade geschwappt ist, obwohl die Pflanze doch eher im Süden kultiviert wird. Ja, also manche von diesen Pflanzen und von den Tieren spielen eben eine Rolle, die über unser normales Lebensfeld hinausreicht. Wenn Sie sich überlegen, in unserer Kultur gibt es auch keine Löwen. Überall präsent, wenn man sich irgendwelche mittelalterlichen Kirchen anguckt oder so, da werden Löwen dargestellt und wurden schon immer dargestellt, obwohl es in unserem Raum hier nirgendwo mal Löwen gegeben hat. Also das sind einfach diese Wesen, ich sage jetzt mal ganz übergeordnet Wesen dazu, die haben eben so eine Magie, weil sie so eine unendlich vielschichtige Geschichte entwickelt haben und so eine starke eigene Persönlichkeit auch haben und uns sehr stark beeinflussen in unserem Leben, dass es gar nicht so wichtig ist, ob man die nun wirklich ständig um sich rum hat oder so. Also wir kennen das ja, gerade wenn etwas sehr sagenumwoben und selten ist, dann hat das so ein Eigenleben und kommt dann halt in unsere Kultur hinein und wird dann auch vermengt mit Aspekten unserer Kultur. Also der Hund ist halt einfach als Begleiter des Mannes ein auch ein Begleiter der Jäger, der eben auszieht und mit den Jagdhunden eben einfach Jagdglück haben will. Und die Hunde sind eben dafür da, dass sie die abgeschossenen Tiere zurückbringen, weil den Jäger darauf aufmerksam machen. Und ein Wurzel, so ein Rhizotom, wie es auf in Griechisch heißt, also ein Wurzelzieher, wird eben auch als Wurzeljäger bezeichnet. Wie überhaupt in vielen Kulturen diese beiden Komplexe miteinander verwoben sind. Also das Jagen wird oft auch auf das Finden von seltenen Pflanzen bezogen. Zum Beispiel bei den Huichol ist der Peyote-Kult mit dem Hirschkult verbunden und die Jäger, also die Leute, die eben diesen sehr schwer zu sehenden Kaktus suchen, haben so ganz kleine Pfeile bei sich und bezeichnen sich als Jäger und der Kaktus ist dann der Hirsch, den sie erlegen. Also diese beiden Bereiche kommen häufig zusammen. Insofern ist es kein Wunder, dass der Hund da auch eine Rolle spielt. Es kann ja vielleicht auch sein, dass, weil die Pflanze ja oft nicht sichtbar ist, dass man früher Hunde eingesetzt hat, um sie zu finden. Stimmt. Wie die Trüffelschweine, genau. Ja, das kann auch gut eine Rolle spielen. Klar.
Ja. Und werden sie mal Frauen auch getötet, wie Sie sagen, auf der einen Seite gibt es sie auch als Schnaps oder man kriegt sie hier in der Apotheke? Ja. Also das ist sehr interessant, diese Anekdote da mit Frau Rowling und ihrem sagenhaften Bestseller mit Harry Potter spielt da auch mit rein, weil durch den Golfstrom ist in England ja eine ganz andere Gartenkultur möglich. Und ich habe, als ich in England war, unendlich viele Privatgärten mit Alraunen gefunden. Und ich habe irgendwo den Hinweis gelesen, dass seit diese Pflanze durch diese Harry Potter Bücher und Filme plötzlich so wahnsinnig populär geworden sind, in keinem Pflanzenhandel überhaupt mehr irgendeine Alraune zu kriegen ist. So. Also dadurch haben die Leute noch mehr Alraunen angebaut. Bei uns ist das wirklich was anderes, weil es ist echt schwer, so eine Alraune zu ziehen. Also es gibt in Münchner Raum die Pflanzenschule und bei denen kann man lebendige Alraunen kaufen. Aber es ist wirklich schwer, die Pflanze irgendwie mehrere Jahre zu kultivieren. Also da muss man echt eine gute grüne Hand haben. Man muss auch irgendwie dafür sorgen, die darf nicht in der Wohnung sein, die muss draußen sein, sonst die Heizungsluft bekommt ihr nämlich auch nicht oder diese schwüle Wärme. Aber man muss dafür sorgen, dass sie halt vor Frost geschützt ist. Das ist schwierig. Also insofern wird sie bestimmt auch gezogen, auch für medizinische Zwecke. Also zum Beispiel in der Homöopathie spielt sie auch eine Rolle. Wie alles in der Homöopathie geht es dann darum, dass sie in einer bestimmten Potenz eben gegen diese dissoziativen Gefühle, gegen die Orientierungslosigkeit eingesetzt wird. Ja? Was macht denn das Ziehen so schwierig? Weil die Wurzel sieht ja aus, als ob sie nur senkrecht im Boden steckt. Ist sie dann seitlich verwurzelt, also mit Haarwurzeln weg? Oder? Ja, also die, sie ist halt nicht nur eine Wurzel wie ein Rettich, sondern sie ist verzweigt. Und diese Verzweigungen haben wieder ganz kleine einzelne Wurzelchen, die nach allen Seiten irgendwie nach Wasser suchen. Und das ist also wirklich unglaublich schwer. Also das ist wirklich ein unglaublich zähes Gewächs. Also wir haben eine Alraune ausgegraben auf Zypern, weil wir haben sie gesehen, wir hatten nur ein Taschenmesser dabei. Wir dachten irgendwie, also jetzt müssen wir einfach mal die Erfahrung machen. Und das war also wirklich ein ziemlich langes Gegrabe und Es tat wirklich körperlich weh, das Ding da rauszuziehen. So. Ich habe doch mal eine Frage. Ja. Ein Raum zu Wein oder Schnaps oder Bier, kann man das nicht auch als Sucht machen, also jetzt ohne Alkohol oder hat man keine Wirkung? Nee, man kann diese Alkaloide nur mit Alkohol rausziehen, ja. Nee, die sind sonst nicht löslich. Ja. Nee, das kann man nicht. Nee, es geht nur durch einen alkoholischen Auszug. Sonst ist es halt einfach irgendwie eine Zellulose oder so. Nee, es hat keine Wirkung. Ja? Ich habe ganz konkrete Angaben. Sie haben eben gesagt, ich habe mich jetzt nicht besonders gut vorbereitet. Ich weiß nicht, in BTM steht es offensichtlich nicht. Also da habe ich auch in dieser Öffentlichkeit die Frage stellen. Und zwar geht es mir einfach um die Dosierung. Es ist ein Thema in Deutschland, Cannabispflanzen werden verteufelt um andere Sachen, Tranquilizer und sowas. Ja. Von der Pharmaindustrie zu subventionieren. Ja. Das Gebiet ist mannigfaltig. Genau, sehr vielschichtig. Ja. Ich will einfach eine konkrete Dosierungsanleitung. Ich bin leider etwas zu spät gekommen. Sie haben eine Viertelstunde fehlt mir von der Pflege. Deswegen bitte ich auch um Gnade, wenn die Frage deplatziert sein sollte. Aber Sie haben was erzählt von männlichen Pflanzen, weißen Pflanzen, von der Differenzierung in die Blätter und die Wurzel. Ja. Aber was ich mir jetzt wünschen würde, echt eine konkrete Dosierungsanleitung. Meine Schwester setzt so Sachen auf. Ja. Offensichtlich kann man das in der Apotheke auch besorgen. Also ganz konkrete Anweisungen sind natürlich in dem kleinen Buch drin. Also, und da sind auch Rezepturen über, wie man Bier brauen kann, wie man Schnäpse herstellen kann und so weiter, alles drin. Wirklich, also mit großer Warnung. Also wirklich. Keiner möge hier rausgehen und sagen, die Frau Dr. Müller-Ebeling hat uns empfohlen, wir sollen das machen. Habe ich nicht. Ich kann, also das mit der Dosierung ist einfach eine individuelle Geschichte. Solche Pflanzen wirken sehr individuell auf Persönlichkeiten. Es gibt Menschen, die sind sehr zartgliedrig und fein und können hohe Dosierungen von solchen Pflanzen ab. Und es gibt Schränke von Männern, die also schon von kleinen Dosierungen weggepustet werden. Das habe ich immer wieder erlebt. Also in diesem Bereich ist es einfach so. Insofern, das, was medizinisch oft gesagt wird, dass es was mit Körpergewicht zu tun hat, ist einfach nicht der richtige Maßstab dafür.
manche Leute sind sehr empfänglich für die Wirkung. Manche Leute drücken die Wirkung weg, weil sie sagen, ach, das merke ich sowieso nicht, bei mir wirkt das sowieso nicht. Insofern, ich kann Ihnen da keine genauen Dosierungsempfehlungen geben. Genau, es dauert. Genau. Deswegen ist es wichtig, dass man... Das 7 Stunden später erst eingetroffen genau, ist. Genau. Die zweite Frage, die sich daraus ergibt, ist nämlich folgende. Für jedes Gift gibt es ein Gegengift. Und das müsste in dem Fall, wenn ich meine pharmakologischen Kenntnisse ein bisschen ausgrabe, eigentlich Adrenalin sein. Ob Sie in dem Fall, wenn da eine Überdosierung eingetreten ist, auch über... Das Adrenalin ist ja etwas, was wir im Körper produzieren. Ja, aber man kann das ja auch UV spritzen, wenn da wirklich eine Horrorvorstellung... Also da müsste ich Sie bitten, gucken Sie im Giftbuch von Roth nach. Also all diese Literatur ist da drin. Das begebe ich mich auf Glatteis jetzt. Also das möchte ich jetzt nicht. Ich bin keine Pharmakologin. Also ich bin einfach Kulturanthropologin, also das geht über meinen Bereich hinaus, deswegen sind diese ganz klaren Angaben wirklich genauer in dem Buch. Also eine Handvoll in einem Liter, eine Handvoll getrocknete Wurzelstücke in einem Liter, aber was ist eine Handvoll? Also ja, Sie haben gesagt, es geht ziemlich schnell, dass die Blätter... Genau, was das ja. Oder einziehen oder genau, keine Ahnung, die Blätter werden die ganz gebröselt. Nee. Die dann und dann genau, wieder. Genau. Also die treibt halt einfach nur die sichtbaren Blattteile aus und die werden benötigt, damit dann eben auch die Blüten ausgetrieben werden können, die Früchte und damit die Pflanze sich vermehren kann. Weil in den Früchten sind dann eben diese Samen drin und die Samen kann man pflanzen und aus dem Samen kann man wieder Wurzeln bekommen. Aber es geht bei dieser Pflanze eben um die Wurzel und die Wurzel ruht praktisch, also bis auf 2 Wochen im Jahr ruht die Pflanze und die Pflanze, also die Wurzel, die stirbt nicht. Nur das, was oberirdisch sichtbar ist, das löst sich relativ schnell durch Witterung einfach aus. Das heißt, das kann man ja den Blättern auch anfühlen. Die sind ja sehr wasserhaltig und wenn das Wasser aus den Blättern raus ist, wenn die vertrocknet, dann ist das einfach Brösel. Und der Brösel wird dann einfach zu Humus und dann sieht man es einfach nicht mehr. Also das geht halt sehr schnell da bei der Pflanze. Die Pflanzen wirklich so ein sagenhaftes Alter? Oder? Ja, die können sehr alt werden. Also das sieht man einfach an den Wurzeln. Wenn man die beobachtet, wie lange das braucht, also meinetwegen, man hat eine Pflanze auf dem Balkon, und man beobachtet die Pflanze. Man muss ja irgendwie, man sieht dann, dass die Wurzel unten austreibt. In den ersten 5 Jahren geht das relativ schnell vonstatten und man muss sie immer wieder behutsam umtopfen. Damit man halt irgendwie die Pflanze muss geschützt sein. Und wenn die unten anstößt und sich verzweigt, das mag die nicht, dann verfault die auch schnell. Überhaupt das mit der Feuchtigkeit ist ganz wichtig dabei. Und dann aber so nach 5, 6 Jahren tritt irgendwie eine Stagnation ein, dann dauert es länger, bis die Wurzel weiter wächst. Und insofern, wenn man also eine wilde Pflanze vorfindet mit diesem riesen Blätterkranz, das sind Pflanzen, die also schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Wie alt die jetzt werden, weiß ich gar nicht, aber die werden schon alt, genauso wie Ginseng. Ginseng kann auch sehr, sehr, sehr alt werden. Desto älter der wird, desto teurer ist der. Also manchmal sieht man bei einem Koreaner oder so in einem japanischen Restaurant diese Flaschen, wo diese sehr verzweigten Ginseng-Wurzeln, diese weißen Wurzeln konserviert sind. Das sind unglaublich uralte Exemplare, die wirklich auf dem Markt einen wahnsinnigen Preis erzielen. In der Regel sind die kultiviert. Man kann Ginseng kultivieren. Das hat man herausgefunden, wie das geht. Aber bei Mandragora kann man auch kultivieren, aber eine Wildpflanze hat natürlich noch ein ganz anderes sagenumwobenes Nimbus. Wobei die Wirkung von einer gezüchteten Pflanze durchaus höher sein kann als die von einer Wildpflanze. Das verwechseln wir oft. Wir glauben, Wildfunde sind potenter und wirksamer als Kulturpflanzen, aber es ist das Gegenteil der Fall. Das trifft auf die meisten Heilpflanzen zu. Ja. Ich würde mal gerne was zu den Lizenzen von den Lehmern wissen, weil überall sieht man ja diese kleinen Raum, egal ob männlich oder weiblich, ja, abgebildet. Mhm. Und
Ich habe gehört, diese Lizenzen gibt es ja nur auf 50 Jahre, gerade in den Büchern von euch sind die ganz toll. Ja, das kommt jetzt so eine Vermischung zustande. Also bei einem lebenden Künstler ist es so, dass 70 Jahre lang ist das Copyright bei ihm. Dann geht das Copyright teilweise an den Verlag über, auch an das Museum über. So bei berühmten Bildern hat das Copyright das Museum. Bei manchen Künstlern kann auch der Fotograf das Copyright dann bekommen oder die Familienstiftung oder so. Also zum Beispiel bei Keith Haring ist das so, dass das Copyright bei dieser Haring Foundation liegt. Und das macht es mir als Kunsthistorikerin praktisch unmöglich, überhaupt irgendeinen Artikel über Keith Haring zu schreiben, weil jedes Bild, was ich dann verwenden würde, müsste ich so wahnsinnig horrend bezahlen, dass das bisschen Geld, was ich für die Publikation des kleinen Artikelchens kriegen würde, das würde dann also bei Weitem drunter liegen. Aber bei diesen ganzen historischen Bildern, bei all dem, was jenseits von 150 Jahren ist, hat niemand irgendein Copyright, vor allen Dingen nicht, wenn es in einem Buch mal veröffentlicht wurde. Alle Drucke, die sowieso ja auf Vielfältigkeit angelegt waren, sind ohne Copyright. Deswegen haben wir das Glück, in unseren Büchern solche vielen Illustrationen publizieren zu können, weil die alle außerhalb des Copyrights sind. Bei Kunst ist es wieder was anderes. Bei Kunst muss man in der Regel dann die Galerie fragen, das Museum fragen, den Künstler fragen oder was ich gerade alles genannt habe. Wenn ich irgendeine Website ausbilde und gucke bei Fuchs nach oder... Ja, ja, das kann man alles nehmen. Ja, es können auch Firmen nehmen als Firmensignes. Es gibt ein Buch, es gab eine Zeitschrift Integration, die hatten zum Beispiel diese Alraune als Signet der Zeitschrift und so. Das kann man alles machen. Man kann aber dann nicht als, also es ist dann nicht so, dass man als Firma den anderen verbieten kann, dann diese Pflanze auch zu publizieren. Also so weit geht es dann zum Glück nicht. Gut, ansonsten möchte ich noch darauf hinweisen, da manche haben sich schon solche Flyer genommen, diese beiden Schwarz-Weiß-Kopien, das sind Veranstaltungen, die hier bei Ihnen vor der Haustür stattfinden, in Hofheim, bei dem Verein für Altes und Neues Wissen. Das eine ist eine Reise in die Toskana mit mir und Christian Rätsch. Wenn jemand eine Woche Toskana-Urlaub haben will, wunderbare Umgebung und darüber was hören will, wie das schamanische Empfinden in der Natur war und wie man das wiedererwecken kann, dann ist das zu raten. Das andere ist einfach ein Wochenende zum Thema Hexenmedizin und schamanische Wurzeln in unserer eigenen Kultur. Das ist also hier im Taunus. Und das andere sind Hinweise auf, also dieses hier, ich muss einfach mal ein bisschen Reklame machen, weil wir müssen irgendwie überleben und wir tun es nur mit Hilfe von Büchern und Vorträgen. Dieses ist ein gemeinnütziger Verein in München, Ethnomed, die machen jedes Jahr einmal im Jahr eine Konferenz, wo viele Heiler aus der ganzen Welt eingeladen werden. Da halten wir immer Vorträge, machen Workshops. Dann gibt es noch eine Gruppe von Heilpraktikern im Allgäu, mit denen machen wir auch Veranstaltungen. Also Sie können sich gerne diese Informationen mitnehmen. Und diese Büchlein sind für 18 Euro hier zu kaufen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Also wir haben jetzt einen schönen Vortrag und einen interessanten Vortrag über die Alraune gehört. Und haben nun noch mal die Gelegenheit, Frau Müller-Ebeling noch ein paar persönliche Fragen stellen zu dürfen. Und ich freue mich, Sie hier interviewen zu können. Und als Kunsthistorikerin, Kulturanthropologin und Ethnobotanikerin haben Sie sich lange und intensiv mit der Alraune als Zauberpflanze beschäftigt. Mhm. Haben Vorträge über die Alraune gemacht bei der NTU-Vision 1, ja. 2003. Entiogene 2, auch wieder ein Vortrag über die Alraune, 2004 in Berlin. Nee, ich habe nicht bei beiden Entiogenen, nicht bei beiden Entiovision Vorträge über Alraune gehalten. Aber zumindest angedeutet im zweiten Vortrag dann. Ja, und dann heute Abend hier im Palmgarten. Mhm. Ein Buch haben Sie auch zusammen mit Christian Retsch über das Thema verfasst. Zauberpflanze Alraune, die magische Mandragora, ist jetzt neulich im Nachtschattenverlag erschienen. Was treibt Sie dazu, diese Alraune immer wieder zu thematisieren?
Also es ist einfach eine Pflanze, die in der Kunstgeschichte eine große Rolle spielt. Und da ich auch Kunsthistorikerin bin, interessiert mich das natürlich, weil es in der europäischen Kunst nicht so sehr viele Pflanzen gibt, die auch dargestellt wurden. Mhm. Und die Mandragora ist eben so eine. Deswegen habe ich mich da oft und viel mit beschäftigt. Gibt es ein bestimmtes Ziel, das Sie mit Ihrem Buch, mit den Vorträgen und den anderen Arbeiten erreichen möchten? Ja, also es wäre mir schon ganz wichtig, dass die Menschen den richtigen Umgang mit Pflanzen lernen. Und gerade bei Pflanzen, die auch gefährlich werden können, geht es eben um einen richtigen Umgang. Und da ist es wichtig. Also ich muss nicht unbedingt den richtigen Umgang mit einem Gänseblümchen oder mit einem Salat lernen. Mhm. Obwohl der richtige Umgang mit Natur ist einfach ein respektvoller Umgang mit Natur. Und insofern profitiert dann auch das Gänseblümchen und der Salat davon. Aber gerade bei Pflanzen, die eben auch gefährlich sein können von Menschen, ist es eben einfach wichtig, den Respekt vor diesem Pflanzengeist wieder zu lernen, ja. Und nicht so nicht so fahrlässig damit umzugehen, weil das Einzige, was passiert, ist dann, dass diese Pflanze wieder ausgegrenzt wird. Also wenn es um kulturelles Erlernen von bestimmten Fähigkeiten geht, dann geben wir dem ja auch Raum und sagen, man muss lernen, wie man auf dem Dach balanciert als Dachdecker, oder man muss lernen, wie man ein Auto fährt. Aber komischerweise scheint man es irgendwie nicht lernen zu dürfen, wie man mit der Natur richtig umgeht. Und das ist mir schon ein großes Anliegen. Okay. Wann haben Sie denn begonnen, die psychoaktiven Pflanzen im allgemeinen Sinne zu erforschen? Also schon am Anfang meines Studiums. Das war auch überhaupt ein Punkt, warum ich mich für Kunstgeschichte interessiert habe. Das klingt jetzt ganz eigenartig, weil in der Regel gibt es wenig Leute, die sich für Psychedelika interessieren, die dann auch Kunsthistoriker sind. Ja. Und in der Kunstgeschichte hat man mich immer gefragt, wie das beides miteinander zusammenhängt. Wenn ich jetzt sage, dass diese geistbewegenden Pflanzen ja unseren Geist ansprechen und damit unsere Imagination, unsere Vorstellungskraft, unsere Fantasie, ist es dann schon nicht mehr so weit, sich vorzustellen, warum habe ich dann Kunstgeschichte natürlich gemacht. Weil gerade in der Geschichte der Kunst schlägt sich nieder, nicht nur was die Menschen sehen, was ihnen rein äußerlich irgendwie um die Nase schwebt und weht, sondern da geht es eben auch um das, was sie sich innerlich vorstellen, um die ganze Vorstellungskraft, und die drückt sich in der Kunst aus, und zwar seit Jahrhunderten in allen Kulturen und überall. Und das hat mich sehr interessiert, und deswegen habe ich Kunstgeschichte gemacht. Und weil ich gemerkt habe, dass die Kunstgeschichte, so wie wir sie in Deutschland studieren, ist halt auf das christliche Abendland beschränkt, war es mir eben wichtig, auch ein Fach zu studieren, wo es nicht nur um das christliche Abendland geht, sondern auch um die außereuropäischen Traditionen. Und deswegen habe ich Ethnologie studiert. Gut, damit haben Sie dann auch das Warum schon gleich mit beantwortet. Und ja, dann ist die letzte Frage eigentlich, woran Sie zurzeit arbeiten und was Ihr nächstes Projekt wird. Ja, das nächste Projekt wird ein Buch über Ayahuasca, und auch da geht es dann ganz stark um die Malerei und um die Kunst, die durch diese Erfahrung mit dieser Amazonaspflanze ausgelöst wurde, denn es gibt relativ wenig Pflanzen, die eben den Geist irgendwie inspirieren, die so eine starke Wirkung auf die Kunst hatten wie Ayahuasca. Und ich mache das zusammen mit Christian Rätsch und mit Arno Adelaars. Also das ist dann ein Buch, wo es um den Aspekt der Rituale geht, also wie nimmt man das richtig ein, welche Ritualformen haben sich da entwickelt in den verschiedenen Kulturen, auch im Westen. Das ist dann der Bereich von Arno Adelaars, und das ist mein Psychoactivity-Kollege aus Amsterdam. Christian Rätsch wird sich natürlich um die Pharmakologie und die Botanik der Pflanze kümmern, und ich mich um die Kultur. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen und freue mich dafür oder darüber, dass wir das nächste Mal irgendwie in Kontakt treten, von Ihnen vielleicht einen Vortrag hören oder ein neues Buch bekommen. Ja, danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Socrates said, the aim of human life is to know thyself. Create and design your own order in the chaos. Socrates did not give commandments. Socrates did not impose order. Socrates asked questions. He encouraged his friends to speculate, to design, to create, to interact your own versions of reality.